Gerade wenn du ein Unternehmen aufbauen willst, wenn du in einem Startup bist oder auch wenn du einen Vertrieb aufbauen willst, dann wird es ja ganz besonders spannend. Da gibt es ja eigentlich nichts, worauf man zurückgreifen kann an Erfahrungen und so weiter. Und trotzdem ist ja hier immer die Herausforderung, ein System zu schaffen, ein skalierbares System, wo man sagen kann, okay, ich habe jetzt Methoden entwickelt, mit denen ich wachsen kann. Und das ist das, was unglaublich vielen Unternehmen und Unternehmern super, super schwer fällt. Die können dann halt quasi von ihrer Oma was akquirieren oder vom Freund von ihrer Oma. Aber jetzt wirklich zu sagen, okay, wie kann ich denn systematisch in den Markt reinwachsen, das ist sehr, sehr schwierig. Und dazu habe ich mir jemanden jetzt zu einem Podcast-Interview geholt, der genau das gerade tut, der also ein Startup mitgegründet hat und jetzt quasi ja, auf einem ziemlich brutalen Wachstumskurs ist. Für den gibt es im Moment, glaube ich, auch keine Krise, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Im Gegenteil, also es ist ein absoluter Wachstumsmarkt. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich den Chris Schuppner, Vertriebsleiter bei Logical Lemon, heute im Interview habe. Herzlich willkommen, Chris. Servus Christopher, wie geht's dir? Vielen Dank für die Einladung. Ja, gut geht's mir. Ist ja gar nicht so lange her, dass wir noch quasi zusammen gegessen haben. Ich glaube, da war es immer noch warm draußen. Und da hat er mir, also wir sind auch Kunde bei Logical Lemon, das sage ich gleich dazu, aber wir haben keine Sponsoring-Verträge, gar nichts leider. Müssen wir nachher später nochmal drüber reden. Aber wir haben uns schon öfter ausgetauscht, weil wir an unterschiedlichen Enden am selben Thema arbeiten. Und der Chris hat da so viele Geschichten erzählt, wie sie jetzt den Vertrieb aufgebaut haben, wo ich gesagt habe, boah, das ist so cool, das sind so coole Sachen dabei. Das würde ich gerne mal auch meiner Podcast-Audience näher bringen. Logical M, was ist das überhaupt? Genau, Logical Lem, wir haben damals angefangen, Jonathan und ich, wir haben einen YouTube-Kanal zum Thema persönliche Weiterentwicklung und haben es halt geschafft, mit relativ wenigen Videos eine riesengroße Reichweite auf YouTube aufzubauen, mit unserem Kanal Logical Lem, und haben uns dann überlegt, jetzt haben wir eine tolle Reichweite aufgebaut, sind aber noch nicht reich, also müssen wir irgendwie das ganze Ding monetarisieren. Das wollten wir dann noch zuerst tun. Aber in der persönlichen Weiterentwicklung sind weder Jonathan noch ich absolute Fachexperten, denn er ist Physiker, ich bin Systemingenieur. Und deshalb haben wir dann umgeswitcht auf einen B2B-Offer. Das heißt, wir helfen jetzt anderen Unternehmen und Selbstständigen durch Datenanalyse ihren YouTube-Kanal aufzubauen oder auch zu skalieren. Genau, das heißt, ihr habt im Prinzip, während ihr den YouTube-Kanal aufgebaut habt, versucht quasi retrograd zu erschließen, wie der YouTube-Algorithmus funktioniert. Also einfach aus dem, ihr habt immer Sachen ausprobiert, habt gesagt, okay, dann passiert das, dann wieder was ausprobiert, dann passiert das. Und daraus habt ihr quasi eine Methode entwickelt, die ihr jetzt quasi anderen Leuten zeigt, die auch bei YouTube mehr Reichweite haben wollen. Richtig, genau. Einfach ganz klassisch ein Modell hergeleitet und dieses Modell immer weiter verfeinert und daraus halt Handlungsempfehlungen abgeleitet, die sehr, sehr gut funktionieren. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass dadurch, dass wir über 150 YouTube-Kanäle betreuen, im B2B und B2C, können wir halt natürlich anhand dieser riesigen Datenmengen und dem Kundenportfolio einfach Handlungsempfehlungen immer weiter verfeinern und ableiten. Und das ist halt auch unsere Stärke, weil in dem Ausmaß, wie wir das machen, tut es zurzeit keiner am Markt. Genau. Cool. Und du bist jetzt ja quasi im B2B-Vertrieb, ne? Das heißt, deine Aufgabe ist es, Geschäftskunden zu gewinnen. Das sind ja eigentlich keine Privatleute, sondern eigentlich immer entweder Selbstständige oder Unternehmen, die quasi sagen, okay, ich möchte Reichweite über YouTube aufbauen. Warum ist YouTube spannend für Unternehmen? Ja, YouTube ist mittlerweile die drittgrößte Webseite der Welt und es entwickelt sich halt einfach immer weiter die Plattform. Und das Interessante ist, es sind jetzt nicht mehr nur junge Leute auf der Plattform unterwegs, sondern betreuen auch mittlerweile einen Kanal mit fast 1 Million Abonnenten. Und da haben wir, ich glaube, vorgestern erst in die Analytics reingeschaut und da haben wir einfach gesehen, dass ich glaube, 10 oder 20% der Abonnenten sind zwischen 75 und 85 Jahre alt. Also es ist auch ein Medium mittlerweile geworden für ältere Personen, aber auch natürlich gerade im B2B für Geschäftsführer und auch Selbstständige, weil ich merke das ja bei uns in den Sales Calls oder in den Strategiegesprächen, gibt es immer wieder auch Kunden oder Interessenten, die mir davon erzählen, dass sie halt vorher sich schon mal informiert haben im Internet. Und da fällt natürlich auch immer das Stichwort YouTube. Sie haben entweder Interviews gesehen oder einfach unsere Videos auf unserem eigenen Kanal. Mit dem denjenigen, der sich quasi intensiv mit diesem Algorithmus beschäftigt hat, mit dem Jonathan, gibt es übrigens auch schon ein Podcast-Interview. Das ist jetzt schon ein Jahr her.
Krass, oder? Fast ein Jahr her. Das verlinke ich unten nochmal in den Shownotes und in den Kommentaren, weil das Video wird ja auch auf YouTube hier gehen. Also super, der dazu mehr wissen will, super, super spannend. So, und du hast ja jetzt ja quasi einen Vertrieb aufgebaut, der gut wächst, gut funktioniert. Führ uns doch mal ein, wie baut man denn den Vertrieb in so einem Startup auf? Also ganz am Anfang hatte ich absolut keine Ahnung von Vertrieb und Marketing. Also dadurch, dass ich ja Produktdesigner gelernt habe als Ausbildung und dann später ein duales Studium zum Systemingenieur gemacht habe in der Autoindustrie. Das heißt, ich habe Autositze entwickelt und validiert, hatte ich gar nichts mit Vertrieb am Hut. Und irgendwann nach einem Jahr in der Selbstständigkeit sind wir halt darauf gekommen, okay, es war auch irgendwie Stichwort Vertrieb und Verkauf. Das heißt, das war uns halt gar nicht bewusst, dass man das braucht. Wir hatten halt immer nur die Ideen von, na, du brauchst halt eine Webseite, du brauchst halt irgendwie einen Funnel und die Leute kaufen halt einfach automatisch. Aber irgendwann haben wir dann gemerkt, jemand vertraut dir halt keine vier-, fünf- oder sechsstellige Summe an, wenn er nicht mindestens einmal mit dir entweder am Telefon oder halt im Zoom gesprochen hat. Und dann haben wir halt angefangen, uns mit dem Thema Vertrieb zu beschäftigen. Haben dann halt auch erstmal klassische Bücher gelesen aus Amerika. Haben das dann auch versucht, hier anzuwenden in Deutschland, aber das hat nicht so gut geklappt. Also ich kann mich noch erinnern, wir hatten damals einen Kurs gekauft vom guten alten Sam Ovens und da gibt es so eine Stelle, man pitcht irgendwie den Preis und dann muss man ganz still sein im Telefonat und es hat einfach dazu geführt, dass nicht die Leute dann gesagt haben, okay, ich will es jetzt haben, sondern die haben halt alle gefragt, ey, ist die Verbindung noch da? Seid ihr noch am Telefon? Das heißt, das ganze Konzept hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann haben wir uns halt wirklich eigene Gedanken gemacht, wie kann man das halt hier auf den deutschen Markt adaptieren. Haben uns natürlich auch Wissen eingekauft, weil geht natürlich schneller, wenn wir das von Leuten lernen, die das schon praktizieren oder da tiefer drin sind. Und haben das dann aber auch nochmal an unser System angepasst, Stück für Stück, aber halt auch vieles dabei gelernt. Ich muss dazu noch mal ganz kurz, ganz uneigennützig betonen, dass ihr ja auch von einem sehr guten Experten zu einem anderen Thema gecoacht worden seid. Ihr wart ja auch bei mir mal im Coaching, wo wir quasi das Thema besprochen haben, wie gehe ich an Großkunden ran, wie kann ich da ein Angebot aufbereiten. Das war übrigens auch ein cooler Workshop. Richtig, genau. Auch da immer meine Empfehlung, wer jetzt noch nicht wirklich stark im Vertrieb ist, einfach das Wissen einkaufen, weil das selber zu entwickeln geht auch, aber das dauert viel, viel zu lange. Dann lieber mal 2.000, 5.000, vielleicht 10.000 € investieren in das Wissen und dass man es halt schnell, gerade im Vertrieb, da kommt der Return of Invest immer relativ schnell. Ja, und ich fand das so krass. Ihr habt das ja auch so gnadenlos umgesetzt, ne? Wir haben hier den Workshop gehabt und dann stand bei uns auch die Vertragsverlängerung bei euch an und ihr hattet das in dieser Vertragsverlängerung schon umgesetzt. Und ich so, krass, die Schweine, die haben es echt eins zu eins umgesetzt. wie sieht jetzt dein Funnel aus? Wie kommt ihr jetzt an neue Kunden dran? Genau, also die allerwichtigste Regel im B2B-Vertrieb ist natürlich die Telefonnummer, weil ich sehe das immer noch bei vielen Kollegen oder anderen Unternehmen, die pitchen dann zu sehr auf die E-Mail-Adresse und den Namen. Aber bei uns muss man immer die Telefonnummer abgeben vom Entscheider, sonst kann man einfach unsere Dienstleistung gar nicht mehr erwerben mittlerweile, weil nur die Telefonnummer führt halt dazu, dass überhaupt ein erstes Beratungsgespräch stattfindet, ein Qualifizierungsgespräch. Ganz klassisch in unserer Dienstleistungsbranche, dass man erstmal schaut, ist überhaupt Bedarf da? Aber wie Erkennen kommst wir du an? vorne an die Telefonnummer? Also wie kommst du an die Leute dran, die deine Telefonnummer abgeben sollen? Also ganz normal über Instagram oder über LinkedIn. Mittlerweile ist, glaube ich, Instagram unser stärkstes Vertriebsmedium. Und Schaltet dort ihr Werbung oder nur organische Posts? gar nicht. Nee, nee. Momentan haben wir die einzige Marketingkampagne, die wir bis jetzt gestartet haben, war einfach einen Report zu verschicken an 1.000 Adressen und dort haben sich dann von den 1.000 Adressen 4% eingetragen, haben einen Return of Invest von, ich glaube, über 100.000 mittlerweile gemacht, nur von Also 1.000 ihr Reports. habt es an wie viel verschickt? An 4.000. An 1.000 An Adressen. 1.000 und 4% haben sich eingetragen. 4% haben sich Also eingetragen. 40. 40 haben sich eingetragen. Genau. Und Davon haben davon dann ein haben dann. gewisser Teil gekauft natürlich, aber wir haben natürlich auch noch durch Follow-up-Telefonate noch Leute in den Funnel reingeholt, weil es halt einfach oft die Broschüre oder das Marketing ist irgendwo auf dem Tisch gelandet. Man hat gedacht, naja, ich mache es nächste Woche, übernächste Woche, geriet dann aber in Vergessenheit, aber durch das Nachtelefonieren, hey, ist der Report angekommen. Dadurch gab es einfach noch Leute, die gesagt haben, hey, super, dass ihr jetzt anruft. Danke, dass ihr mich anruft, denn ich hatte das ganz vergessen, aber ich möchte unbedingt bei euch buchen. Und darüber haben wir dann halt über diese Kampagne, also auch einen sehr guten sechsstelligen Betrag
einfach generieren können mit einer Marketingstrategie, die halt offline geschieht. Okay, das heißt, das war ein E-Mailing, ne? E-Mailing. Ein physisches Mailing. Einfach physisches Mailing. Mit Hand. Wo habt ihr die Adressen her? Die haben uns einfach rausgesucht, weil wir haben erstmal jetzt Kanäle targetiert, die schon, also Unternehmen targetiert, die einen YouTube-Kanal haben. Und haben dann gesagt, hey, da und da gibt es noch Problemstellen. Schaut doch mal in unsere Broschüre rein. Lasst euch mal inspirieren, was wir denn schon für unsere Kunden getan haben. Und die Broschüre kam halt super an, weil es ein Türöffner ist und die Leute halt nicht kalt angerufen werden, sondern die Leute wissen schon mal am Telefon, okay, hey, wir haben die Broschüre gesehen, das fanden wir super und lasst uns doch mal drüber sprechen. Und dann hat man einfach einen Termin ausgemacht. Also das geht einmal über die Broschüre, ganz klassisch, oder einfach auch kalt Leute anschreiben auf Instagram, eine Beziehung aufbauen zu den Leuten, dann folgt man sich, man sieht die Storys an, man sieht, okay, das und das machen die Jungs, gehört natürlich auch viel Branding dazu, auch mal ab und zu in die Kamera sprechen, wenn man so ist, was man so tut, und dann baut man halt eine Beziehung auf über die kommenden Tage und dann kann man halt auch fragen, hey, wie sieht es bei dir denn aus? Machst du schon was auf YouTube für dein Unternehmen? Dann kommt man ins Gespräch, ermittelt schon mal so einen Bedarf und kann dann natürlich fragen, hey, wie schaut's aus? Lass mir doch mal deine Nummer an. Lass uns doch einfach mal telefonieren, um herauszufinden, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Okay, also Instagram, hast du gesagt, wäre euer wichtigster Kanal. Nur organisch im Prinzip. Das heißt, ihr guckt euch Leute an, die selber was posten, wo ihr sagt, okay, für die könnte, entweder sind die schon auf YouTube oder YouTube könnte für die interessant sein. Genau. Und dann likest du ein bisschen die Beiträge, kommentierst vielleicht und dann gehst du irgendwann auf Private Message, also schreibst die Leute an und pitcht im Prinzip auf ein Gespräch. Ja. Das Gleiche funktioniert natürlich auch über LinkedIn. Wenn man einfach mal schaut, wer ist denn so in meinem organischen Netzwerk, einfach erstmal eine kurze Beziehung aufbauen, dass die Leute mindestens schon mal den Namen gehört haben, dass sie ungefähr wissen, was man tut. Und dann kann man auch wirklich Leute anschreiben, weil ich glaube, man kennt das von jedem. Der bekommt am Tag wahrscheinlich hunderte Nachrichten von irgendwelchen Leuten, die halt einen ellenlangen Text schreiben, das und das ist das Angebot. Und es wirkt halt nicht wie eine reale Konversation, sondern es ist halt sehr mühselig, aber man kann halt zum Starten halt eine Beziehung aufbauen und dann auf das Angebot oder auf das Telefonat erstmal pitchen und auf keinen Fall direkt auf das Angebot. Genau, also dieses, was man bei LinkedIn auch Sales Pfosten nennt, ne? Also direkt, direkt auf die 12, das funktioniert eher schlecht. Hast du irgendwelche KPIs oder sowas, anhand deren du deine Effektivität und Effizienz misst im Vertrieb? Ja, und zwar schaue ich halt, dass wir halt möglichst halt einen guten 5- oder einen 6-stelligen Umsatz im Monat fahren mit dem Team, und das ist eigentlich der einzige KPI, wirklich der Umsatz. Und jetzt so mit den KPIs messen wir das eigentlich nicht, weil es kommt eigentlich immer nur darauf an, wie viel Umsatz macht man. Das heißt, wie viele Kunden gewinnt ihr ungefähr im Monat? So zwischen 10 bis 15. Okay, also das heißt jeden zweiten Arbeitstag einen? Ja, auf jeden Fall. Also, ihr seid zu dritt, ne, im Vertrieb im Moment, ne? Also ich mache zurzeit komplett den Vertrieb und dann habe ich noch einen Kollegen, der mich unterstützt. Aber wir zwei sind eigentlich die Einzigen, die Vertrieb machen. Also momentan ist primär noch bei mir, weil ich muss jetzt erstmal meine Jungs, die jetzt eingestellt worden sind, anlernen, dass sie einfach das Gefühl auch dafür bekommen, wie funktioniert das Ganze. Weil am Ende ist es ein System, was man baut, und das müssen natürlich auch die Mitarbeiter lernen, weil sonst ist es halt nicht skalierbar. Sonst ist die Firma immer nur von mir als Person abhängig, und das ist halt auch nicht unser Ziel. Und misst du irgendwie, wie viele Leute du am Tag angeschrieben hast, wie viele Responses bekommen hast? Du machst das jetzt eher so ein bisschen spontan. Habt ihr ein CRM-System? Das auf jeden Fall. Das ist auch, das wird auch gepflegt, dass wir einfach schauen, jeder Kontakt, der ein Interessent mit uns hat, wird dokumentiert. Dort wird auch die Sales Pipeline abgebildet, aber wir sind noch nicht in der Größe, dass es jetzt lohnt, für jede einzelne Stelle ein KPI zu definieren. Also wir haben zum Beispiel bei unserem Report haben wir Anrufversuche, Proto-Anrufversuche, dass wir sagen, hey, am Tag müssen wir mindestens 80 Nummern wählen, weil daraus ergeben sich halt dann Kunden. Also das haben wir schon so ungefähr. Aber sind wir vielleicht auch noch im Aufbau. Und wichtig sind natürlich die Proto-Anrufversuche, aber noch wichtiger der Umsatz am Ende des Monats, dass wir halt schauen, okay, haben wir noch genügend Leute in der Pipeline, dass wir halt auf einen 6-stelligen Monatsumsatz kommen, weil dann sind alle Fixkosten locker drin und wir haben noch eine riesen Marge, dass wir einfach weiter in die Firma rein investieren können und das weiter aufbauen können. Ja, und ihr wächst ja auch kräftig, deswegen halt es bei dir auch ein bisschen im Hintergrund, weil du bis jetzt, ihr habt ein neues Büro, ne, und da ist noch keine Möbel drin, ne? Ja. Übrigens ziemlich cool, müsst ihr mal gucken bei YouTube, ja. Das ist dann schon so der 20. Stock oder so, ne, mit Blick auf Frankfurt, genau. Ne? Ja.
cool. Aber ihr seid noch bei in so einem Coworking Space, ne? Seid ihr, Richtig, ne? genau. Also wir können es nicht empfehlen, in den Coworking Space reinzugehen, denn es eignet sich nicht, um einen Telefonvertrieb aufzubauen, weil wir haben gläserne Wände. Das heißt, es funktioniert schon mal nicht so gut. Und jetzt sind wir aber hier komplett ab Februar hier im Omniturm in Frankfurt. Und da haben wir schöne weiße Wände, auch Teppichboden. Und es wird nicht zallen. Hier bin ich noch Super momentan wichtig. oben in der Wohnung, die hat leider Laminat, aber unten das Office für den Telefonvertrieb hat schönen Teppichboden, weiße Wände und es wird nicht mehr hallen. Super wichtig. Das ist bei uns auch hier, ne? Also ihr wart ja mal bei uns. Wir haben auch Teppichboden Ja. und dann auch so Trennwände zwischen den Boxen. Also das ist echt sehr, sehr cool. Und das stimmt nämlich, weil nämlich in meinem alten Podcast-Studio sind komplett Glaswände drumherum. Und da hat es eigentlich immer gehallt. Und ich bin jetzt umgezogen hier in so ein Mini-Kabuff und habe es komplett ausgekleidet. Und seitdem ist, finde ich, ist die Akustik auch besser geworden. Super. Okay, das heißt, das sind so die Kanäle. Also ihr macht Briefmailings, dann Instagram und LinkedIn. Das sind so die Hauptkanäle. Ihr macht keine Werbung, habe ich verstanden. Noch nicht, nee. Dann habt ihr das nochmal unterteilt dann zwischen einem Setter und Closer Call, dass ihr halt, oder ist es dann direkt alles in einem? Nee, auf jeden Fall Setter und Closer Call, einfach weil es wichtig ist, erstmal den Bedarf zu erfragen, ob wo die Probleme sind. Das ist jetzt nicht nur wichtig, einfach um Zeit zu sparen, sondern wir messen halt auch im Setter Call genau, was die Leute für Probleme haben, was für Ziele sie haben, um das halt wieder sukzessiv ins Marketing einfließen zu lassen. Da haben wir aber eine Schnittstelle gebaut. Das heißt, wenn ein Setter Call stattgefunden hat, wird das alles dokumentiert, geht dann über einen Slack-Channel direkt an die Marketingabteilung bei uns, an Jonathan und Hendrik. Und die können dann zum Beispiel einfach das Marketing verbessern, die Zielgruppenansprache verbessern. Und das führt einfach dazu, dass die Leute sich, wenn sie sich bei uns eintragen oder Marketingmaterialien von uns sehen, dass sie sich direkt angesprochen fühlen. Deswegen hat auch unsere Broschüre oder unser Report so gut funktioniert, weil das nichts aus unseren Köpfen war, sondern den Report haben eigentlich die Kunden geschrieben, indem sie halt über hunderte Gespräche mit uns haben sie einfach gesagt, was sie haben wollen. Was Und das ihre haben wir Probleme sind, wo sie nicht genau. weiterkommen, wo die Schmerzen sind. Und genau die habt ihr quasi im O-Ton aufgenommen. Weil, ja, man fühlt sich natürlich immer besser abgeholt, wenn quasi in den eigenen Worten gesprochen wird, ne? Komisch, das habe ich heute Genau. schon mal gehört. Okay, das heißt, aber machst du jetzt im Moment beide Calls dann, den Setter und den Closer Call? Teils, teils. Also man sagt ja immer, es ist beim Arzt ja auch nicht so, dass der Arzt ans Telefon geht, aber wir haben jetzt noch nicht so eine starke persönliche Brand, dass jetzt Leute wissen, wer ich am Telefon bin, sondern wir unterteilen das so ein bisschen. Die Hälfte macht mein Assistent von den Setter Calls und die Hälfte mache halt ich. Kommt halt immer drauf an. Aber zukünftig werde ich das dann auch nicht mehr machen, weil es dann einfach Zeit kostet. Und im Setter Call ist halt wichtig, Bedarf abzufragen, wo möchte der Kunde hin, was kann er natürlich auch investieren, wie möchte er beraten werden. Und was natürlich auch wichtig ist, so ein bisschen das Framing, dass er auch wirklich den zweiten Termin wahrnimmt und dann auch zum zweiten Termin erscheint, weil es natürlich wichtig für ihn ist, sich jetzt auf YouTube gut aufzustellen. Okay, also dass ihr auch schon so einen kleinen Ausblick gibt, wie die Welt aussehen könnte, wenn er mit euch zusammenarbeitet. Genau. Und wie lange dauert das ungefähr, so ein Setter-Call? Also so ein Exploration-Call ist es ja eigentlich eher, ne? Also dass man halt guckt, wo ist der Bedarf des Kunden, ne? Genau, also maximal 15 Minuten. Ich hatte jetzt letztens auch einen Setter-Call, der ging 45 Minuten. Da ging es einfach nur darum, das war ein Geschäftsführer auf der anderen Seite und der war alteingesessen und der wollte. Also der war am Anfang, hat er ein ziemlich großes Ego gehabt, dass er gesagt hat, er hat ja gar kein Problem, er wächst mit 100%. Und ich habe dann einfach gefragt, ja, warum wächst du nicht mit 200%? Und dann meinte er so, ja, er braucht unsere Hilfe nicht. Und dann habe ich halt gemeint, naja, wie viel Umsatz machen sie denn über YouTube? Und dann so, ja, das ist ja gar nicht so wichtig, wichtig sind ja die Aufrufe. Und dann habe ich mich halt immer wieder herangetastet mit Fragen, naja, ihr seid ja ein Unternehmen, ihr habt jetzt viel Reichweite aufgebaut, aber ihr macht halt kein Geld. Also es bringt ja nichts. Reichweite und nicht reich sein macht ja keinen Sinn. Ihr seid ja keine digitale Caritas. Und dann durch die Fragen kann man den halt irgendwann halt so einknicken lassen, dass er halt versteht, okay, der hat auf jeden Fall ein Problem, weil wir können ihm auch bei der Monetarisierung der Reichweite helfen. Und dann hat er auch verstanden, okay, er war dann ganz am Ende halt wie ein zahmes Lamm. Also man muss halt schon gucken, durch Selbstbewusstsein in den Calls, dass der andere das auch versteht. Okay, man kann ihm helfen, man ist auf jeden Fall der Experte und dafür dient ja auch das Setting, dass der Lead das
anerkennt, dass er auf jeden Fall jetzt mit einem Experten spricht. Okay, das ist ja eigentlich schon Challenger Sale, ne? Also, dass du quasi schon quasi den Status Quo des Kunden auch challenged, ja, und dem quasi Optionen aufzeigst, die er selber nicht kennt oder nicht erkennt, ne? Das ist auch also wichtig, weil es gibt einfach viele Geschäftsführer oder Leute, die halt schon wirklich lange im Geschäft sind, und ich bin jetzt erst gerade 31 geworden und auf meinem LinkedIn-Profil steht halt Selbstständigkeit, ich glaube, 2 oder 3 Jahre, und die denken sich dann halt, was kann ich denn von dem noch lernen? Und deswegen dient ja auch der Setter Call, ihm zu zeigen, hey, er hat auf jeden Fall ein Problem. Und es ist nicht so einfach, wie der andere denkt. Und dann halt einfach einen Bedarf auch erzeugen, den Schmerz intensivieren, und dann macht es das dem Kunden halt auch einfacher zu kaufen, die Lösung zu akzeptieren und zu implementieren. Okay, und wie leitest du dann quasi von diesem Setter Exploration Call dann zum Follow-up Call über? Genau, dass ich mir halt einfach sage, okay, hey, ich sehe, da ist auf jeden Fall Bedarf da. Es gibt auch Leute, wenn die halt sagen, es läuft alles gut, dann sage ich auch, okay, dann macht es halt jetzt keinen Sinn. Wenn du keinen Bedarf hast, kann ich dir auch nichts verkaufen. Aber der zweite Teil findet bei uns immer über Zoom statt, einfach aus folgendem Grund, weil wir natürlich Videokaufverträge machen, weil wir haben das mal gesplittestet, schriftlicher Vertrag versus Videokaufvertrag. Und der Videokaufvertrag funktioniert hat den schriftlichen Vertrag outperformed. Er läuft viel, viel besser. Und deswegen, seitdem schicken wir keine schriftlichen Angebote mehr raus. Geil, wie funktioniert das? Einfach eine Videoaufzeichnung starten und das dann einfach wie einen schriftlichen Vertrag runterlesen. Da gibt es super Rechtsanwälte, die erstellen das. Und es macht es dem Kunden halt leichter, weil wir haben ja einfach ein erklärungsbedürftiges Produkt. Und die Kunden können dann halt an jeder Stelle des Vertrags nochmal nachfragen. Also das haben wir einfach ganz oft, dass es halt nicht klar ist, wenn man eine Online-Dienstleistung erbringt, eine Online-Beratungsdienstleistung. In diesen Videokaufverträgen hat der Kunde einfach nochmal die Chance, nachzuhaken, was vielleicht bei einem schriftlichen Vertrag einfach Einwände aufbringen kann. Die du dann nicht beantworten kannst, weil der sagt, ja, schicken Sie mal ein Angebot, und dann liest er das und sagt, nee, das verstehe ich nicht, unterschreibe nicht. Ne? Genau. Okay, und das akzeptieren Thema, die Kunden? Ja, das akzeptieren die Kunden. Und ich sage dann auch immer über Zoom, weil ich möchte natürlich auch in den YouTube-Kanal reinschauen von den Kunden, also kann das auch dann so verkaufen, was wir natürlich auch machen müssen, denn wenn ich den YouTube-Kanal nicht sehe oder auch den Gegenüber nicht, ist es halt immer schwer auch zu verkaufen. Okay. Okay, dann sagst du, okay, der nächste Call wird dann über Zoom stattfinden, da gucken wir auch mal in deinen Kanal rein und schauen halt, ob wir wirklich was für dich tun können, aber du bereitest den Abschluss wahrscheinlich schon vor und sagst, okay, aber wenn wir dann feststellen, dass es für beide Sinn macht, dann würde ich Ihnen dann auch gerne ein Angebot machen, so in der Richtung. Genau, also ich sage das auch ganz am Anfang, hey, willkommen zum Strategiegespräch oder zum Beratungsgespräch, wir machen es jetzt so, wenn du schon offene Fragen hast oder offene Fragen hast, können wir die direkt am Anfang klären, dann schauen wir nochmal in den YouTube-Kanal rein und dann pitche ich dir natürlich auch unser Angebot, ganz klar, ganz logisch, und am Ende des Calls kannst du halt dann sagen, mache ich mit den Jungs oder mache ich halt nicht mit den Jungs. Dann fühlt sich das komplett natürlich an und da sagt auch keiner Nein dazu, weil es halt komplett erklärt wird, was sind die nächsten Schritte, und die Option, dass er halt immer noch sagen kann, Nein, passt den Leuten. Also dann lassen die sich auch darauf ein. Dann ist auch ein entspannter Verkauf. Wie viel Zeit lässt du zwischen dem ersten und dem zweiten Call? So wenig wie möglich. Also es kommt immer drauf an, also am besten noch am gleichen Tag, aber am meisten ist es dann so am nächsten oder übernächsten Tag. Aber es sollte halt nicht, also je länger der Call entfernt ist, umso geringer ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass dann halt funktioniert. Weil okay, ich dachte, man muss das so ein bisschen einwirken beim Kunden, so den ersten Call, ne? Nee, auf jeden Fall sofort, weil du weißt ja nie, was dazwischen kommen kann. Also kann ja ein neues, tolles Produkt auf dem Markt sein oder ein anderes oder, also ist ja bei uns auch so, ich erwarte das auch, wenn ich jetzt was kaufen will als beschäftigter Geschäftsführer, dass halt alles schnell geht. Ich habe neulich für unsere Möbel, habe ich zu lange gebraucht irgendwie. Wir haben einen Monat an unserer Office-Einrichtung mussten wir warten, bis wir die halt bestellt haben, weil es ging halt zu viel hin und her. Also es ist ja auch für den Kunden leichter, weil jede Zeit, jede Sekunde oder jeder Tag, den Geschäftsführer verliert, indem er halt in so einem Graubereich schwebt zwischen Ja und Nein, das bringt halt ja auch nichts. Hättest mich mal gefragt, ich habe die ideale Quelle, wo du deine Möbel sofort bekommst. okay, und wie lange dauert dann dieser Closer Call oder das Beratungsgespräch? Also bei mir immer so zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, weil die Leute
Also, wir haben jetzt nicht so große Einwände. Also, oftmals ist es so, wenn Qualifizierungsfehler da waren, dann liegt es meistens eher am Finanziellen. Aber wir haben jetzt eigentlich schon ein super cooles Produkt. Und da sagt doch erstmal keiner Nein dazu. Es liegt meistens eher daran, dass es irgendwas am Finanziellen nicht stimmt. Oder es liegt daran, dass das einfach das zeitlich nicht passt. Aber es gibt jetzt wenig Leute, die sagen, oder haben wir eigentlich kaum drin, die sagen, okay, ich brauche das Produkt nicht, sondern eher, kann erst nächsten Monat starten oder erst übernächsten. Aber dann kann man natürlich den Vertrag schon an dem gleichen Tag machen. Das ist auch kein Problem. Und beim Finanziellen kann man halt natürlich auf Raten, kann man halt noch spielen. Aber wichtig ist halt einfach zu erkennen in Zoom anhand auch der Mimik, wie findet der überhaupt das Produkt? Weil wenn der halt da sitzt ohne Mimik, dann kann man halt nachfragen, hey, du siehst nicht so begeistert aus. Woran liegt es so? Also es ist halt ganz wichtig, das über Zoom zu machen, weil am Telefon kann man das nicht erkennen anhand der Stimme oder Am ganz, Telefon ganz ist es schwieriger, ja. Ja, ja. das stimmt. Okay, und sagst du in dem Vorbereitungscall, sagst du schon was über die Price Range oder sowas? Ja, auf jeden Fall. Ich gebe halt eine ungefähre Range mit und wir bereiten uns natürlich auch auf die Setter-Calls vor, wenn wir halt sehen, okay, das ist ein Einzelunternehmer, der jetzt kein Produkt hat, was jetzt für unsere Dienstleistung geeignet ist, dann klopfe ich das halt auch ab und frage, okay, hey, in der Preisrange liegt es ungefähr, ist es überhaupt generell machbar für dich? Und da kann man halt einfach schon mal auch die Leute auf den Preis sensibilisieren, um halt zu schauen, können die überhaupt investieren in ihr Marketing? Und können sie auch jetzt investieren und nicht erst in dem Jahr? Das ist halt ganz wichtig. Und dann fühlt sich halt auch gut an, dass der Lead oder der Kunde schon bereits weiß, okay, das ist ungefähr in der Range. Und das sind ja also 1.000 Euro und mehr pro Monat, was die bei euch bezahlen, ne? Ja, auf jeden Fall im Also es ist jetzt vierstelligen schon ein Bereich großes fängt Ticket, es an. ne? Im unteren vierstelligen Bereich fängt es an und geht natürlich da, wo der Kunde steht, wo er hin will, geht es auch im fünf- bis sechsstelligen Bereich. Ja, okay. Und okay, das mit den Videokaufverträgen, das ist echt mega cool. Wie ist die Quote da? Also von den Gesprächen, die du dann führst, wie viel kannst du abschließen? Weißt du das? Genau, also wenn die 100% qualifiziert sind, haben wir eine Closing Rate von 70, 80%. Und meistens liegt es aber daran, dass irgendwie ein Qualifizierungsfehler drin war. Zum Beispiel? Qualifizierungsfehler heißt zum Beispiel, wir haben dann gemerkt, okay, der hat vielleicht doch kein Budget oder klappt einfach zeitlich nicht. Oder der hat auch vielleicht nicht richtig den Bedarf. Also da sind wir auch immer noch am Nachbessern der Skripte, anhand der Fragen, wie wir sie stellen, dass das halt auch einfacher fällt. Zum Beispiel haben wir herausgefunden, wenn ich die Leute frage, was hast du denn für ein Problem auf YouTube, sagt auf jeden Fall jeder, nee, ich habe kein Problem. Aber man muss halt dann fragen, zum Beispiel, was besser funktioniert, ja, was gefällt dir denn jetzt gerade nicht daran auf YouTube? Also, was fällt dir schwer auf YouTube? Das ist dann schon einfacher, Probleme herauszufiltern. Das sind manchmal so Nuancen, die können aber dann nochmal 5 bis 10% Performance rausholen. Also, es ist ein iterativer Vorgang. Und der Videokaufvertrag heißt dann im Prinzip, okay, ich lese dir jetzt nochmal alles vor und du musst dann zustimmen und dann ist der Vertrag zustande gekommen. Genau, man muss das Sales-Gespräch einfach so aufbauen, dass es ganz natürlich klingt, dass man sagt, hey, weil die Leute fragen dann, ja, wie geht's jetzt weiter? Und dann sage ich, naja, der nächste Schritt ist ein Videokaufvertrag. Hast du sowas schon mal gemacht? Dann 90% sagen, nein, habe ich noch nicht. Und dann sage ich, naja, ein Videokaufvertrag ist wie ein schriftlicher Vertrag. Das heißt, ich muss dich am Anfang fragen, darf ich dich überhaupt aufnehmen? Dann da sagst du wahrscheinlich, ja, ich darf dich aufnehmen. Und dann lese ich dir das einfach hier vor und dann erkläre ich das dir auch nochmal Schritt für Schritt. Und auch was für Vorteile das hat für den Kunden, weil er kann halt überall nochmal eine Rückfrage stellen. Das ist halt das Coole und auch die Kunden fühlen sich damit wesentlich wohler. Ich habe am Anfang gedacht, das funktioniert nicht. Wer will sich denn schon aufnehmen lassen? Aber bis jetzt hat das super bei unserer Zielgruppe funktioniert. Hat auch keiner Nein gesagt. Also. Ich kenne das noch bei Vodafone, wenn du eine Vertragsverlängerung machst oder sowas, dann machst du das ja auch quasi am Telefon und sagst, okay, ich zeichne das jetzt auf, lesen dir das alles vor, du sagst ja und damit ist es passiert. Und wie viele der Leute sagen dann, nee, ich hätte es gerne nochmal schriftlich? Es gibt auch ein paar, die sagen, die wollen es mal schriftlich. Das sage ich, machen wir nicht. Echt? Er sagt dann, nee, wir sind digitalisiert und ich sage denen das auch, weil wir verschicken keine schriftlichen Angebote, weil der Videokaufvertrag immer besser performt als die schriftlichen Angebote. Das ist ja manchmal so ein Klick, nur so ein Klick-Sur-Prinzip. Du hörst irgendwie was und antwortest darauf. Und wenn du aber dann nochmal den Leuten das erklärst, davon sagen, glaube ich, dann auch 90% ja, okay, mache ich. Und wenn die Leute echt ein schriftliches Angebot wollen,
Also machen wir halt einfach nicht. Und schickt ihr da nochmal eine Auftragsbestätigung oder sowas zu, wo das dann nochmal schriftlich drinsteht, was die zahlen müssen und so weiter? Auch nicht. Also ganz normal einen Videokaufvertrag und dann kriegen sie entweder eine Rechnung oder halt machen sie über unseren Zahlungsanbieter, über SEPA Lastschriftmandat, und haben wir bis jetzt bei, ich glaube, über 150 Kunden noch nirgendwo Probleme gehabt. Cool. Ja. Das ist echt cool. Ja, also der Kunde will ja am Ende des Tages... Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, das haben wir uns auch einfach eingekauft, das Wissen. Ja, also wir haben das nicht erfunden. Wir haben auch gesagt, okay, hey, kann man sich einkaufen, das Wissen, in einem Vertriebstraining. Haben das einfach gemacht und selber ausprobiert und haben dann auch das Stück für Stück verbessert. Und es kommt super gut an. Es ist halt einfach viel leichter, weil am Ende des Tages will ja keiner einen Vertrag schließen, sondern jeder will halt jetzt mit der Dienstleistung anfangen. Und dieser Vertrag ist halt, was halt dazwischen liegt. Stimmt. Also jeder sagt auch, schick mir bitte den Vertrag zu, aber also am Anfang natürlich, aber wenn man dann abgeschlossen hat und den jetzt nicht rausschickt, fragt halt auch keiner mehr nach. Aber na klar, wir schicken das immer noch mal raus. Aber so, wenn man okay, das macht ihr schon. Also ihr schickt ja, klar. Die Angebotsbestätigung, schickt ihr dann nochmal raus. Ja, klar. Also sind wir auch transparent am Ende. Aber wenn das mal vergessen wird, nach 7, 8 Tagen hat auch noch niemand nachgefragt. Oder wir schicken das auch per WeTransfer raus, aber es lädt dann halt keiner mehr runter. Das ist halt auch das Interessante. Also die Kunden bekommen schon alle Informationen, aber am Ende will es keiner haben. So. Krass. Wie ist das mit AGBs? Genau, die gibt es auf unserer Seite. Und das erwähnen wir halt auch in dem Videokaufvertrag, dass wir AGBs haben. Und das ist ja auch sowas, jeder soll die natürlich von A bis Z lesen, aber wer von uns macht das schon heutzutage? Unsere AGBs sind halt relativ kurz gehalten. Steht halt drin, dass wir halt einen B2B-Kaufvertrag machen. Das erwähnen wir natürlich auch im Kaufvertrag, aber halt nochmal so die ganzen Details. Krass. Und ich gehe mal davon aus, Corona ist bei euch jetzt nicht so das primäre Thema, ne? Überhaupt nicht. Dadurch, dass wir ein Digitalisierungsangebot haben und auch im Marketing- und Sales-Bereich sich das ansiedelt, ist es halt auch fast schon Selbstläufer. Wir haben halt auch eine sehr gute Dienstleistung und früher oder später muss sowieso jedes Unternehmen sich mit dem Thema Video-Marketing mal beschäftigen, mit dem Thema YouTube, und deswegen kommen sie später dafür gar nicht um uns herum. Cool. Was sind deine Pläne fürs nächste Jahr? Nächstes Jahr einfach durch Mitarbeiter weiter zu skalieren, weil der Tag hat halt für Jonathan und mich auch nur 24 Stunden und wir cappen halt gerade an unserer Zeit. Deswegen müssen wir halt jetzt gute Leute finden. Das heißt, wenn du das Video hier siehst und sagst, hey, Logic Lam, interessant, Frankfurt, wir sitzen in der Innenstadt im Omniturm ab Februar 2021. Dann, cooles Vertriebskonzept, richtig cooles Vertriebskonzept. Genau, dann schau auf jeden Fall vorbei auf unserer Webseite. Logical Lemon, Logical Lemon, wie die Zitrone. Man kriegt dich auch bei LinkedIn, ne? Na klar, LinkedIn. Und wenn ich mehr über das Produkt wissen will, wahrscheinlich dieselben Kanäle, ne? Und Instagram habe ich gehört, ne? Instagram genau. Auch, ne? Einfach Instagram und dann Chris_Schuppner eingeben und da kann ich halt auch sofort antworten. Das ist einfach für uns der coolste Vertriebsweg, wo man kann Sprachnachrichten schicken, Fotos, und es macht es super angenehm, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Ja. Bei LinkedIn bin ich vielleicht einmal am Tag online, aber Instagram eigentlich immer, kann man schon sagen. Also Christian Schuppner mit Doppel-P. Schuppner. Firma heißt Logical Lemon. Ich verlinke alles nochmal in den Shownotes. Na klar. Sehr, sehr coole Idee. Ich habe wieder was gelernt. Ich muss gleich mehr mit meiner Vertriebsleiterin sprechen, ob wir das nicht auch bei uns mal ausprobieren. Ich weiß schon, was unser Vertrieb sagen wird. Geht nicht, funktioniert nicht, wollen wir nicht. Ich bin mal gespannt, wie das tatsächlich bei Corporate-Kunden ist, wo du sagst, ich habe jetzt einen Personalleiter im Videocall, kann ich dem das tatsächlich verkaufen? Ob das auch funktioniert? Hast du da Erfahrung mit oder sind das eigentlich immer dann Unternehmer, mit denen du sprichst, die dann auch entscheiden können? Also 99% unserer Kunden sind inhabergeführte Unternehmer und da sitzen dann auch wirklich nur die Entscheidungsträger drin, sonst wird das auch nicht funktionieren. Bei ganz, ganz großen Kunden, da haben wir natürlich auch immer noch einen Dienstleistungsvertrag und das geht dann halt nicht so schnell. Aber auch da versuchen wir halt jetzt einen Weg zu finden, wie wir das umgehen können, weil auch die Dienstleistungsverträge, meistens ist es halt so, der Entscheider versteht da nicht 100%, was ist denn jetzt eine YouTube-Digitalisierungsdienstleistung, was wird denn da gemacht, YouTube-KPIs, zu prozentuale Zuschauerbindung, das sind alles Begriffe, mit denen können die wenigsten Unternehmer was anfangen. Und auch da versuchen wir halt, die Leute wirklich in den Videokaufvertrag reinzubekommen, weil
Es macht es halt einfacher, weil die Leute einfach Rückfragen stellen können. Das ist halt vieles nicht selbstverständlich. Und es macht den Vertrieb halt für uns, aber auch für den Kunden viel transparenter. Cool. Super. Vielen, vielen Dank für den ganzen Input. Ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen, nächstes Abendessen. Wir sitzen ja nicht so weit auseinander. Und wer was wissen will, gerne direkt an den Chris wenden oder auch mal in den YouTube-Kanal reingucken. Auch sehr cool. Logical Lem, einfach mal bei YouTube eingeben. Da gibt es auch eine ganze Menge Informationen. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Vielen Dank für deinen Input, für die Inspiration. Und damit sind wir mit dieser Folge schon wieder am Ende. Ich hoffe, es hat dir da draußen als Hörer auch so viel Spaß gemacht wie mir. Also ich habe wieder was gelernt und weiß jetzt auch, dass man per Videokaufverträge in Deutschland eine Menge Geld verdienen kann und richtig große Tickets machen kann. Vielen Dank, Chris. Bis dann. Und für euch da draußen, gebt alles. Tschüss.